Die Sonne scheint, als hätte sie Renoir gemalt. Und auf dem Asphalt steht die Luft. Hibiskus blühen, als würden sie dafür bezahlt. Doch das lässt mich so kalt wie ihr Duft. Zu viele Frauen, zu viel Geld, viel zu viel, was mir auch viel zu gut gefällt. Mein Leben ist die Hölle, ich fühle mich so leer, immer laut, immer bunt, ist auf die Dauer nicht gesund. Mein Leben ist... Ja, hallo? Ah, hallo? Okay, erzähl mal. Wir haben jetzt schon. Bist du jetzt, freust du dich jetzt gar nicht, dass ich anrufe? Doch, ich freue mich. Nee, ich freue mich schon total. Also ich meine, wir haben uns jetzt wie lange? 2 Jahre nicht gesprochen oder so? 4 Jahre, ja. Gut, ja, die Zeit vergeht so schnell. Nee, jetzt ganz ehrlich, ich freue mich schon sehr, Bela. Ich habe aber meinem Anwalt immer schön gesagt, er soll ganz liebe Grüße von mir drunter schreiben unter der Korrespondenz. Ja, hat er, glaube ich, auch gemacht. Ich lese das ja nicht mehr selber. Ich habe ja so einen Leseautomaten, das ist ja viel praktischer. Nee, ach, wisst ihr, ich bin hier im Studio so am Aufnehmen, aber du weißt ja, wie das denn so aufnehmen. Ja, ja. Also im Fitnessstudio, nicht was du jetzt denkst. Ja. Man muss ja was tun. Na klar, du ja sowieso. Ja, allerdings. Und, Moment mal, ganz kurz, warte mal. Ah, nee, jetzt keine Sahnetorte, bitte erst nach dem Training. Okay, ich bin wieder da. Sag mal, ich muss mit dir über das eine Problem reden, was wir schon seit Jahren haben. Du meinst das Chilenenproblem? Ich will jetzt keine Namen nennen. Das Chilenenproblem. Das Bassproblem? Ich will jetzt keine Namen nennen. Das chilenische Bassproblem mit dem Seitenschalter? Ich will jetzt keine Namen nennen. Das Rodrigo González chilenische Bassproblem, ohne dass ich jetzt Namen nennen will. Genau. Ja. Sag mal, hast du eine Lösung? Ich habe eine Lösung mit 4 Buchstaben. Sani. Nein. Ja. Pass auf, ich erzähl dir Folgendes, das passiert. Ich gehe neulich hier Lafayette, kennst du Galerie Lafayette da? Friedrichstraße hier, ihr hört mir ja zum Teil die Bude. Geh da lang und sitzt da so ein Typ vor, wisst ihr? Mit einem Hut zwischen den Beinen und irgendwie so, haben sie mal einen Euro? Und ich so, Euro? Nee, so kleine Währung habe ich nicht, aber hier hast du noch nie. Und dachte, ich wäre blind. Und er so, hey, wieso ist da aber nur ein Zettel? Und eigen erkannt. Ich so, Moment mal, bist du nicht Hans Runge? Ja. Sani macht jetzt hier schön auf Handtuch halten und so. Aber egal, ich ihn halt ins Café eingeladen. Also hab ihm natürlich ein Wasser hingestellt. So. Und übrigens, ganz leckerer Chardonnay, den die da haben. Musst du mal probieren. Ganz, ja. Der Jopole, oder wie der heißt dieser eine Wein? Der teuerste auf der Karte. Ja. Jedenfalls, also er ist heiß. Ah, scheiße. Das war jetzt so, man hat so Jahre drauf gewartet und jetzt, na egal. Sag mal, irgendwie, was heißt denn jetzt heiß? Also, was heißt, sieht der wieder nicht zurück in die Band oder was? Naja, also, ich sage mal, er braucht unsere Gesichter. Ja, na klar braucht er die. Oder? Ja, wer braucht die nicht? doch, da wüsste ich, also ja. Ich würde sagen, Rott hier Golden Handshake, wisst ihr? Also so ein Chibo-Uhr, irgendwie sowas. Da gibt es jetzt ein ganz schönes Angebot. Verstehe. Das soll ja damals auch nicht ganz mit, das soll ja damals nicht mit rechten Dingen zu jagen sein, als er hergekommen ist. Nee, also ich sag mal, das Wort illegal und Asylbewerber irgendwie so passt in diesem Einfall komplett zusammen. Oh, da kommt er gerade. Hallo Rotz! Na, oh, ich ruf dich später an. Ich ruf dich später an. Alles klar, ciao. Ah nee, ich hab noch was Besseres.